Die Frauenrechteorganisation Terre des Femmes hat ein Rechtsgutachten erstellen lassen, aus dem hervorgeht, dass ein Kopftuchverbot für Mädchen in Grundschulen nach dem Gesetz zulässig wäre. In einer 42-seitigen Stellungnahme argumentiert der Tübinger Verfassungsrechtler Martin Nettesheim für ein Kinderkopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14. Dieses wäre seiner Ansicht nach sowohl vereinbar mit der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit als auch mit dem grundgesetzlich geschützten Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Terre des Femmes fordert nun von der Bundesregierung, das Kopftuchverbot umzusetzen.